Jetzt geht's ab. Geht's jetzt ab? Es geht ab. Jetzt geht ab. Es geht ab. Hi, herzlich willkommen im Quest Club. Wer es noch nicht mitbekommen hat, 2021, wir wünschen euch noch nachträglich, falls ihr noch nichts von uns mitbekommen habt, ein frohes neues Jahr, viel Gesundheit. Fit seid ihr sowieso, wenn ihr eingeschaltet habt. Das hoffen wir. Bleibt fit. Ja. Sandra, so weiter. Raffi. Wir machen heute mit dir Lift and Push. Heißt, du brauchst ein bisschen Platz um dich rum. Dein Equipment. Du hast ja garantiert entweder unser Equipment daheim oder irgendwas Schweres. Kinderbierkästen, Waschmittel, alles, was das trainierende Herz braucht. Ja. Mittlerweile alles ausprobiert. Ich glaube, wir können starten. Ja, wir sind heiß. Erste Pump. Nein, Lift and Push Lift dieses and push. Jahr. Wir pumpen einfach. Ja. Ja, jetzt bin ich zu laut, gell? Vorher war ich zu leise. Mensch. So, wenn du eine Hantel hast, nimm die Hantel auf, bring deine Schultern hoch, zurück und tief. Ein Deadlift super slow bis zur Kniescheibe und dann komm wieder nach oben. Das gleiche auf zwei. Beug dich nach vorne. Halt die Schulterblätter zusammen, spann deinen Bauch an. Upright Row, Choo-Choo. Komm bis unter die Brust, BH-Linie sagen wir. Für die Herren, was sagen wir da? Ja, wo der große, große Brustmuskel beginnt, bis dahin, yes? Gib uns ein paar Single Upright Rows. Zieh die Ellbogen höher als deine Stange, der Bauch ist angespannt, du bist ganz nah am Oberkörper mit deiner Hantelstange. Vier Stück noch, Füße fest am Boden, spann den Bauch an, spann den Po an. Langsames Rudern, geh in die Knie, zieh zum Bauchnabel, mach die Arme lang und komm hoch. Mach das nochmal, beug die Beine, Rücken ist gerade, du spürst die Schulterblätter. Double Time, Tempo, Singles. In die Pause, come on. Ich bin zu weiß, deswegen musste der Flo das Licht ausmachen. Licht ist aus, wir gehen. Gib uns drei. Triple Row. Ach, das bleibt jetzt so. Okay, die Raffi leuchtet von alleine. Ja, du bist braun gebrannt. Danke. Oh. So, Leute. Bleib tief für 8 Ruderzüge. Sunshine, jetzt gibt's wieder Licht. Ja. Danke. So, was haben wir noch? Komm nach oben. Leg die Stange ab im Nacken. Setz die Füße ein bisschen weiter. Langsamer Squat. Komm nach oben. Noch einer. Langsam tief. Langsam hoch. Singles. Wo ist der Takt? Hier. Da. Gefunden. Wo sind wir? Hier. Wir right sind now. Auch da. So, was haben wir noch? Lunges. Links zurück. Großer Schritt. Achtung, schneller Wechsel. Rechts zurück. Zweimal 90 Grad in der Kniekehle. Ich weiß nicht, wie lang das Lied noch ist. Squat. Ah, perfekt. Wunderbar. Passt. Machst du noch ein paar? Ja. Vorbereitung für den Squat-Track. Du kannst entweder bei deinem Warm-up-Gewicht bleiben oder dein Mikro weiter wegmachen. Weil ich schon wieder atme, stellt euch vor. Und ein bisschen was draufladen. Ja, und mach ich. Ach so, du stehst, bist schon bereit? I'm ready. Are you ready? Moment, wenn die Zehner da liegen, muss ich sie hernehmen. Meine liegen auch da, aber das ist nur, weil der Flo mich ärgern möchte. Okay. Aber pst, pst, I'm ready. Pst. You're ready? Let's go. I'm ready. Drop the beat, DJ. Ping-Pong-Party. Schulterbreiter Stand. Bauch rein. Popo fest. Brust raus.
Gib mir 2-2 Squats. Let's go. Yeah. Let's get this party started. Also, Popo runter auf Kniehöhe. In einem Halbkreis nach hinten unten. We show up. Super slow. 4-3-2 Rise up. We show up in the party. Nochmal, gleiches Tempo. Rise up. Von oben, gib mir 2-2. Down, down. Schieb die Knie nach unten, raus. Dadurch merkst du gleich Popo Impact. Aktivier die Glutes. Tempo gleich. Spür rein. Feel the beat. Oh yes. Zurück in die Fersen. Komm hoch. Unsere Kombi. 4 Pulses. Down. 4-3. Step out. 4-3. We stay low. Step in. 4-3-2. Anderes Bein. Bleib unten. Wieder rein. Cool. Kiel. Brust bleibt aufrecht. Und Booty bleibt unten. Yeah. Ein letztes Mal. 4-3-2-1. Von oben. 2-2. Down. Down. Right. Right. Reset yourself. And go forward. We show it up. Also zeig mal her. Super slow. 4. Ohne Worte. Right. One more. Du kennst die Kombi. Es geht runter. 4 Pulses. 4-3-2 Step out. Ha. Andere Seite. Wieder rein. Hey, runter! Bleib unten! Noch weiter! Step in! Step out! Let it burn! One more! Gib uns singles in see it! Down! Up! Ah! Ganzer Weg! All the way! Knie raus. Du weißt, was es braucht. Zieh durch. Alles fest. Unten stopp. Oh. Nach den Feiertagen hat es ganz schön rein. Sehr gut. Shake it. Shake it, baby. Wenn ihr Step habt, für die Brust zum bequem drauf platzieren. Ihr braucht eure Hantelstange, etwas weniger als Squat-Gewicht, dazu 2 freie Scheiben oder Flaschen, ihr kennt es. Am Schluss Push-Ups. Bankdrücken, Chest Flies, Push-Ups. Lovely Push-Ups. Lovely. Let's go. Ich nehme das auch jetzt hier weiter. Es macht Spaß. Legt ihr die Scheiben bereit, dann haben wir einen kurzen, schnellen Übergang. Auf geht's, DJ. Drop the beat. Music. So, Hände weit, Handgelenke gerade, super slow. Push. 2-2. Stell die Füße fest am Boden ab, Fersen nah zum Step. Bleib in dem Tempo. Two down, two up. Oh, was sagt ihr zum Sound? Romantisch. Ich krieg gleich Gänsehaut. Ellbogen nach außen, Ziele zur Brustmitte. 3 und 1, slower. Lass den Bauch fest, atme aus, wenn du hochschiebst. 3 nach unten, 1 nach oben. Bauch ist fest, Po ist angespannt. Bleib in dieser Körperspannung. Drop and stop, schnell ziehen. Halte. And come up.
Wie lange kannst du hier bleiben? 2 Counts, Minimum. Wir haben Zeit. Gib dir die Zeit. Schulterblätter bewegen sich mit zusammen und auseinander. Singles. Girl. Oh yeah. Oh, ich liebe den Song. Liebe. Ja, Liebe. Bodypop Liebe. Lift the push, Liebe. Ja, genau. Liebe. Ich schon wieder. 2 kleine. Langsame Bottom Humps. Ja, lift and push. Wie auch immer. Es bleibt Liebe zum Sport, Liebe zur Bewegung. Yeah. So, komm hoch. Ersetz die Stange durch deine freien Füße. Chest fly. 2-2. Fuß gleich weg. Gleich. Oder ich flüster. Warte. Sonst bin ich zu laut für den DJ. 3-1. Mach die Arme lang. Langsam nach außen. Und dann schieb zusammen aus der Brustmuskulatur. Hochziehen. Arme bleiben lang. Nur der Ellbogen ist leicht gebeugt. Tempowechsel. Schnell tief halten. Stopp. Bauch ist fest. Halte den Moment unten. Genieße. Die Spannung im ganzen Körper. Bauchnabel nach innen. Fersen drücken in den Boden. Ready? Das ist es. Are you ready? Yeah. Singles. Down and up. Open. Mach weit auf. Je weiter, desto besser. Je größer die Spannweite, desto schöner wird's. Auch hier die langsamen Halben. 2 kleine außen. Halt die Spannung, lass die Arme lang. Komm, wir haben es gleich. 2-mal noch. Letztes Mal. Letzten 2. Und dann komm schnell hinter dein Step oder auf den Boden für Push-Ups. Ich würde sagen, wir machen Singles. Jeder so viele, wie er schafft. Weil das ist gleich vorbei. Einfach noch ein bisschen aufpumpen. Knie weg. Einfach so. Knie weg. Yes. Oh. Jawohl. Die Feiertage. Hörst du noch was? Okay. Kurzer Stretch. Das sind alles nur die Feiertage, gell? Das kennen wir schon doch. Schon hart. Das kennt ihr garantiert auch. Ja, wie fühlt ihr euch? Erzählt uns mal, wie es euch geht. Erste Body Pump oder Lift and Push im neuen Jahr. Ja. Auf geht's, weiter geht's. Mit Rücken. Wir brauchen keinen Step. Wieder nur eure Stange, eure freien Gewichte, je nachdem, was ihr daheim habt. Ladet auf. Das ist auch kurz und knackig. Aber ich habe was Schönes mir überlegt. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Willkommen. J.A. Ja. Ist der DJ auch bereit? Schlaft der? Der regiert uns hier aufeinander. Schulterblätter zusammen, Brust raus. Bauch rein, Popo fest. Super slow, Deadlift. Let's go. 4, 3, 2, 1. Du gehst wieder mit der Stange am Oberschenkel entlang, runter zu deinen Knien, richtest dich wieder auf. Bleib in dem Tempo. The heart doesn't need a castle. Braucht nur ein paar Gewichte und Musik. Und den Quest Club. Wir rudern. Knie, Bauch, Knie, Rise. Wir brauchen uns. Wir brauchen euch. Und hoffentlich braucht ihr uns auch. Ganz oder? Sicher. Bleibt dabei. Zieh zum Bauchnabel. Jetzt. Genau. Gib uns 3 unten. 3, 2, 1. Hörst du? Wir laden auf. Was kommt? Ein Clean and Press. Einmal rudern. Jetzt. Knie, Bauch, Knie. Wieder ab. Bam. Gut. Steh stabil. Nutz den Schwung aus deinen Beinen.
Setz ordentlich um. Ellenbogen weit. Schnell drunter. Unten. Stopp. Kurze Pause. Slow. 4, 3, 2, 1. Wieder auf B. Reset yourself. Bauch fest. Ins Ruderboot. Knie. Bauch. Knie. Hoch. Check deine Schulterblätter. Jedes Mal, wenn du ziehst, drücken die zusammen. Schippe. 3, 2, 1. Denk daran. Dein Rückentraining. Puh. Nur noch zweimal. Komm schon. Jump. Wow, wow. 2. Bis es brennt. Und dann machen wir erst recht weiter. Last one. Clean and press. Diesmal nur clean and press. Bam. Gleich wieder hoch. Bam. Katapultier die Ellbogen drunter. Und schieb hoch. Und ich hab gehört, da geht noch mehr. Triple up. 3, 2, 1. Wir bleiben dabei. Ich höre noch was. Wow. Bis der Bies weg ist. One more. Nur 3, 2, 1. Stopp. Stange weg. Ein bisschen Puls. Kurz und knackig. So soll es sein. Das hat mir gefehlt. Gell? Ja, wie geht's euch? Seid ehrlich, das fehlt. Ja. Es fehlt. Ihr fehlt. Ihr fehlt sowieso. Ja? Bin froh, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass du da bist. Trizeps. On time. Ihr braucht Hantel leichter machen. Warm-up-Gewicht. Extensions, Presses. Dann Push-Ups, Kickbacks, Overhead Extensions. Oh, yes. Alles, was es gibt, Dips fehlen. Na gut, die mögt ihr eh nicht. Ja, es war Dips. Lieblingsübung. Meine auch. Das müssen wir sagen, das ist unser Job. Ja. So, also, was ihr so vertragt? Overhead, könnt ihr euch auch noch an euer Gewicht erinnern, das ihr immer nehmt? Das hoffe ich wirklich. Ich will nicht bei Null anfangen, wenn wir hier wieder anfangen. Also, wir starten im Liegen. Jo. Jo. Im Liegen. Ihr braucht dann die nächstgrößere und kleinere Hantelscheibe oder Flasche, was auch immer. Irgendwo griffbereit. Okay. Extensions. Hände eng. Schulterbreit greifen. Unterschied zum Brustworkout. Deutlich enger die Hände. Füße nah zum Step. Spannung im Po. Geh mal zur Stirn. Super slow. Und super slow wieder nach oben. Gleiche Übung, two and two. Ziele zur Stirn, über die Augen, unter den Haaransatz. Ich weiß, der variiert, aber da, wo er mal war vielleicht. Ja? Popo anspannen, Bauch anspannen. Schultern weg von den Ohren. 3 und 1. Langsamer. Und dann atme aus, wenn du hochdrückst. Schau, dass die Ellbogen zusammenbleiben. Die Ellbogen zeigen nach vorne. Richtung Knie. Ja. Dreh das um. Geh schnell tief. Halte. Und dann drück nach oben. Versuch einen Moment unten zu halten. Die Körperspannung erhöhen. Den Popo fester machen, den Bauch mehr anspannen. Ein letzter. Ich hätte gern Single Presses. Stange zum Bauchnabel. Tief und hoch. Deine Ellbogen berühren die Rippen, wenn du nach unten gehst. Bleib überhalb der Step-Oberkante und ziel mit der Stange zum Bauchnabel. Yes.
Don't give it up. Stopp hier, leg ab. Und komm hinter vor, wo auch immer. Dein Step für Push-Ups. 2-2. Trizeps Push-Ups. Ich zeige euch das mal von der Seite. Ellbogen sind eng. Wenn du magst, mach das gestreckt. Gib uns noch einen. Oder da geht noch einer. Ja, ja, easy. Ja? Ein letzter. Nimm dir die kleinere Scheibe. Wir machen Kickbacks. Position, entweder im Tierfüßler, stütz dich ab auf deinem Step oder auch auf dem Boden. Zieh nach hinten durch. Letzter hier, zurück zu den Push-Ups. 2 and 2. Deine Ellbogen direkt an die Rippen. Brust Richtung Step. Der Popo bleibt oben. Ein letzter. Kickback. Anderer Arm. Andere Position. Du kannst dich auf dem Knie abstützen. Oberkörper leicht vor. Versuch den Arm zu strecken und den Ellbogen hochzuhalten. Mach den Arm super lang. Yes. Das war's hier. Du brauchst die größere Scheibe. Bleib auf Knien. Overhead Extensions, Singles. Drück die Oberarme zusammen, Richtung Ohren. So lieben wir das. Yes. Mach mal kleine unten. Pulsieren. Ins Ziel. Halt die Ellbogen eng. Bauch fest. Das ist gut, das ist gut. Po fest, komm. 8, 7, 6, 5, 4. Ich hoffe, die Musik ist dann aus. Perfekto. Oh. Jawohl. Sehr gut. Nice. Stretchen wir. Ich mache das immer nie. Halt, stopp. Okay. Stretching. Ihr macht es ganz unbeobachtet zu Hause, wie ihr wollt. Ihr habt's gut. Ja. Euch sieht niemand. Genießt es auch mal. Es hat auch, wenn nicht viele, aber ein paar Vorteile. Unbeobachtet, keiner schreit euch zusammen, macht es mal anders. Ja, so wie ihr das von mir gewohnt seid. Wir stehen auf, Bizeps. Sie lacht. Ganz in Ruhe trainieren. Ohne nervige Trainer hat auch was. Warm-up-Gewicht. Wenn ihr eine Hantel habt, nutzt die, wann immer ihr könnt. Sonst arbeitet mit den Alternativgewichten. Auf jeden Fall leichtes Gewicht. Bizeps-Track ist kurz. Feiertagsgewicht. Aber ebenso knackig. Gut. Ja. Wer gar nicht mehr kann, 2 leichtere Scheiben bereitlegen, dass ihr umsteigen könnt. Bring deine Schulterblätter zusammen. Bauch anspannen. Wir ziehen hoch. 2-2. Yes. Mach die Arme lang. Berühre die Oberschenkel. Nach jedem Curl. Brust ist geöffnet. 3 und 1. Komm hoch. Langsam. Und in die volle Streckung. Bis auf den Ellbogen. Der ist leicht gebeugt. Aber ich möchte, dass ihr die Oberschenkel antippt. Schnell hoch. Halte kurz. Langsam tief. Oh ja. Hey, was ist das für ein Track? Ein Gangster-Track. Gangster. Wir haben 2 kleine, 2 große. 2 kleine und 2 Singles. Tempo ist hoch. Versuch, eine gute Technik zu bewahren. Steh still. Spann den Bauch an. 2 halbe. 2 ganze. Ganzer Weg. Komm, bleib bei uns. Ist nicht lange, yes? So, stopp hier. Kreis die Schulter kurz. Und dann komm zurück. 2 and 2. Neue Runde. Reset. Beine leicht beugen. Schultern tief und zurück. 3 und 1. Zieh hoch. Wenn du kannst, lass die Ellbogen am Oberkörper. Der Oberarm ist still. Der geht nicht vor, der geht nicht zurück. Der bleibt.
Quicker Pose. Halte. Fester Stand. Versuch dich im Boden zu verwurzeln. Oder willst du tanzen? Ey? Super slow. Zieh. Slow. Yes, again. Slow. Wie viele kommen da noch? Nochmal. Oh. Angriff. Könnt ihr noch? Ja. Könnt ihr noch? Natürlich. Ich warte auf diese Singles. Es ist super slow. Gib uns noch einen. Oh, ein kleines Tempowechsel. Das passt jetzt. Singles. Go. Ja. Nur die Singles. Große Singles. Spann den Bauch fest an. Versuch nicht zu wippen. Ja. Acht mehr. Starker Oberkörper. Alle Muskeln, die arbeiten können, arbeiten mit. Yes. Ja. Die Kombi nochmal. Zwei halbe, zwei ganze. Jetzt geht was, oder? Pull. Go. Bis zum Schluss. Wir ziehen es durch. Natürlich. Zwei Kombis gehen noch. Neun Füße. Locker. Ah. Was ist jetzt? Ach so. Oh, wir waren gerade so gut in Fahrt. Da wäre noch was gegangen. Ja, okay. Gut. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Macht nichts. Macht halt noch ein paar. Oder wir leiten jetzt die Kraft aus den Armen in die Beine zu den Lunges. Wir brauchen keine Stange, ihr braucht bloß ein schweres Gewicht extra oder euer Körpergewicht, das ist auch schweres vollkommen Gewicht. Cool. Wo tue ich das hin? Die das halten wir wie so, wie, so eine Tasche. Wie so eine Tasche oder hier vorne. Okay, das geht, ja. Wir sollen weiter vor, ja. Dass ihr uns gut seht. Hallo. Hallo. Ist jemand da? Seid ihr da? Legen wir los. Okay. Einmal Scheibe vor der Brust packen. Schulterbreiter Stand, Brust raus, Ellenbogen unter die Scheibe. Gib uns Backward Stepping Lunge mit links. Zurück, down, up, wechsel. Andere Seite. Und jetzt schau her. Mach den Schritt lang. Dein hinteres Knie wild zum Boden. Bleib aufrecht. Bleib hinten. Single Lunge. Down, up. Wow. Mit dem Beat. All the way down. Das ist schwer hier. Der Rasen ist schwer. Wir machen noch schwerer. Achtung, Achtung. Gib uns. Triple Pose ist down. Genau jetzt. Woo. Drei, zwei, eins. Einmal noch. Stopp. Komm vor. Zwei vorne. Lunge back. Immer zwei im Wechsel. Down. Down. Andere Seite. Impulse. Stay low. Ganz unten. Das hier ist Schummeln. Bleib unten. Feier. Bleib. Vorne stopp. Wieder ausrichten. Brust raus. Gib uns wieder. Backward Stepping Lunge. Zurück. Down. Up. Das Bein bleibt. Down. Up. Single. Optional. Kannst du jederzeit die Scheibe wegwerfen? Aber willst du das wirklich? Ja! Triple Pose ist down. Drei, zwei, eins. Wieder. Bis der Beat weg ist. Also, nochmal eine Etage tiefer. Komm, komm, komm. Drei, zwei, eins. Uno Mas. Nochmal mehr. Drei, zwei, eins. Stopp. Oh, wo sind meine Fünfer da hinten? Wo sind sie?
Kurzer Stretch. Ach so. Schon aus. Bist du schon ready für die Schulter? Und nicht mit der Zähne. Ich mache was anderes. Für die Schulter brauchst du 2 leichte oder mittlere Scheiben. Oder nicht so schweres Equipment, was du daheim hast. Aber ein bisschen mehr als Wasserflasche geht. Eine Scheibe links, eine rechts. Und Luft. Nur schnaufen. Ja, voll. Le set position. Drop the beat. Ich sag's immer so gern. Steh schulterbreit, Knie sind zart. Bauch rein, Brust raus. 90 Grad im Oberarm. 2-2. Side raise. Du gehst im Halbkreis nach oben. Auf Schulterhöhe. Machen die sich hinter der Kamera lustig. Front raise. Die holen wir gleich nach vorne hier. Wir hauen euch gleich die Scheiben rauf. Bleibt dabei. Gestreckter Arm. Hört ihr? Ich höre es auf jeden Fall. Im Wechsel. Side Raise. Front Raise. Single. Up, down. Vor, runter. Der Shoulder Killer. Mit dem Beat. Up, down. Und jetzt ist der Stand nämlich wichtig, dass es hier nicht sowas ist. Ha! Und stopp. Oh. Im Wechsel. Up, down. Up, down. Wir machen nämlich hier so lange, bis die Schultern abfallen. Der Flo freut sich schon. Ellbogen bleiben hängen. Kennt ihr den Arnold-Trick? Öffnen. Gucken. Zueinander. Vor. Up. Auf. Down. Feel it. Vor deinem Körper. Beste Übung. Ja. Aber auch die ekelhafteste. Hey, die ist gut. Und super. Weil die so gut ist. Papa fest, Hohlkreuz. Ah, oh, noch so langsam. Schneller. Halt durch. Halt durch. Das ist eine Challenge. Jo. Die Arme sollen brennen. Und das, was brennt, das ist Liebe. Lift and push, Liebe. Juhu. Komm. Und stopp. Oh. Komm auf den Boden. Danke. Es wird entspannter. Ein Fuß vor, einer zurück. Kipp nach vorne. Rear Delta Raise. 2-2. Wir haben es gleich. Nur noch 20 Sekunden. Easy. Nur noch Singles im Ziel. Up, down. Up, down. Denk hier auch wieder an deine Schulterblätter. Führ sie zusammen. Rücken ist gerade. Und bleib gerade. Wir finishen strong. Woo. Zieh durch. 3, 2, 1. Push up. Let's go. Down, up. Komm, komm! Auf den Knien oder gestreckt. Du entscheidest. Dein Workout. Uhu. 3, 2, 1 unten. Stopp. Heavy. Aber ja. Sehr gut. Sehr gut. Bitte zieh durch, egal wie lange es dauert. Ich merke es auch. Ich egal, wie schaff diese brennt. Wiederholungen kaum, ey. Kann das sein? Wir müssen trainieren, Leute. Das ist so wichtig. Mach mal Wampe, hätte ich bald gesagt, Bauch. Wampe. Chor. Wampe.
Ja, Plank. Hände. Man kann auch schauen, wie es so aussieht, wenn man jetzt mal nach unten schaut. Nein, macht's nicht. Nee, macht's nicht. Nee. Schaut zwischen die Hände. Blick zwischen die Hände. Oh, ist jetzt schön mit den Schultern. Schultern weg von den Ohren. Ja, ich habe gedacht, das ist, ergänzt es gut. Ja, ja. Oder? Können wir bitte Musik? Ich weiß nicht. DJ! DJ, was ist da los? Der lacht uns nur aus die ganze Zeit. Merk schon. Der muss auch mal so ein Workout machen. Ohne Schnaps. Kann der das? Ich weiß Hält nicht. Hält er das durch? Ohne Schnaps nicht, glaube ich. Die Schultern. Halte! Wenn es nicht geht, lass die Knie einfach nach unten auf den Boden fallen, aber nicht den Popo durchhängen lassen, beziehungsweise besagten Bauch. Nur halten. Aber es ist so ein grooviger Beat. Bietet sich an, ein bisschen Bewegung reinzubringen, oder? Ja, ja. Ein langsamer, diagonaler Mountain Climber. Also dann. Schön. Das wie tanzen. Die Hüfte darf mitgehen. Mini-Twist. Und jetzt versuch mal gerade, ohne Twist, beziehungsweise nach außen, ja? Go, go! Wer eine coole Tanzeinlage hat, ist befreit. Vom Core-Training. Stopp her. Setz die Knie ab. Komm in einen Hover. Ellbogen unter die Schultern. Löst die Knie. Halte für Stabilität. Tap, tap. Out, out. Kleine Taps. Wenn es nicht geht, bist du auf Knien, streckst die Beine im Wechsel. Blick auf die Hände. Wer mehr will? Kleine Jacks. Die Hüfte. So stabil wie es geht. Hast du Spaß? Die letzte hier. Ich glaube, wir ändern die Position. Stopp. Rückenlage. Es ist nicht vorbei. Rückenlage. Oh, das ist schön. Ich hab dich auch lieb. Ja, ja, wir haben noch Zeit. Wenn es wieder geht. Machen wir ein paar Crunches. Ja, ja, easy, ganz easy. Auf zwei. Hoch. Oh ja, schau mal. Was denn? Zum Glück habe ich eine Bauchweckhose. Die Mode kommt uns entgegen hier, Leute. Ja, High Waist, einfach alles zumachen hier. So. Good. See Crunch, schau mal. See. Singles, nimm die Beine mit, wenn es geht. Wenn es nicht geht, Single Crunch. Ja? Yeah. Zack. Wer möchte? Extension. Mach dich lang, mach dich klein. Atme aus. Vergiss nicht zu atmen. Such dir eine Option aus. Da gibt es noch acht, ja? Wenn es nicht mehr geht, mach das. Oder was? Aktionen! Aktionen, Aktionen, es gibt noch mehr, ja? Nur ein Bein. Jawohl. Wenn nur ein Bein hochgeht. Cross-Crawl. Twist. Go. Option bei der Raffi. Ihr könnt auch hier auftippen. Versucht den Oberkörper zu drehen. Das ziehen wir jetzt durch. Wie lange haben wir noch? Okay. Können die noch 20 Sekunden? Easy. Twisten. Ellbogen zum gegenüberliegenden Knie. Halt durch. Halt durch. Nochmal in die höhere Option. Go. Oh. Ja, okay. Geschenkt. Das haben wir uns verdient. Ja. Wow. Wenn man sich mal so selber anschaut, gell? Kleinen Cooldown gibt es auch noch, oder? Ganz entspannt. Ja? In der Kindspose. Okay. In der Kindspose.
Leg gern deine Stirn auf den Boden und greife mal ganz weit vor dich. Spür, wie sich dein Rücken lockert. Nimm einen Arm unter dem Oberkörper durch, leg die Schulter ab und streck die andere Hand über deinen Kopf aus. Und deine Seiten. Das ist aber kein Cooldown. Ausfallschritt nach vorn. Geht's voll ab. Schieb die Hüfte vor. Hüfte noch ein bisschen vor. Nimm einen Arm. Kipp zur Seite. Öffne die Rippen. Stretch back. Schau hinter dich. Rotier zum vorderen Knie. Das sind Übungen, die man schon so lange nicht mehr gemacht hat. Ja, ja. Andere Seite. Wunderbar. Ja? Denen ist gut. Unterschätzen wir immer alle. Ich gehöre dazu. Wir haben ja genug Yoga-Repertoire. Klickt euch mal durch. Ja. Schau nach hinten. Ich sehe gar nicht bis nach hinten. Nicht? Nee. Hinten ist blau, jetzt lila Licht. Schnell wieder vorschauen. Runner Stretch. Streck dein Bein, zieh die Zehen zu dir. Gerade Rücken. Und jetzt Nase auf Knie. Das kann ich nicht. Könnt ihr das? Ich dachte, du machst es jetzt. Andere Seite geht vielleicht. Links ist die bessere Stimmt. Seite. So. Okay, dann schnapp dein hinteres Bein. Knie zusammen. Fokussier einen Punkt, dann ist es nicht so wackelig. Du musst dancen. Andere Seite. Ruffy. Komm mit dem Dance-Move, da finishen wir. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yeah. Schön war's. Ja, hat Spaß gemacht. Ein Genuss mal wieder. Es war anstrengend, ja. Ja. 45 Minuten völlig ausreichend, ja. Vielleicht könnt ihr euch besser motivieren, wenn ihr nicht sagt, oh, eine Stunde. Sagt euch 45 Minuten. Da die Hälfte ist Cooldown, ja. Und dann habt ihr was gemacht. Das Feeling danach ist unbezahlbar. Ja. Finde ich. Ich auch. Ja, unter die Dusche, auf die Couch. Ich war heute fleißig, kannst du dann denken. Also, haltet durch, bleibt gesund. Wir schicken euch Liebe raus. Oh ja. Puh! Haut's rein. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.